Willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Wir sind hier momentan auf der Richwood Farm, haben eine Mission bei Mr. West Dickens, eine Zureitmission und habe ich eben gesehen, hier, das soll der Mensch nicht trennen, eine Fragezeichen-Mission von der älteren Dame, die heiraten wollte mit ihrem vermissten Bräutigam, dem Pete. Hallo? Und da gehen wir jetzt als erstes mal hin. Schauen mal, ob Pete zugegen ist. Aber ich glaube, wenn er auf einem, ja, oder in einem Gebiet lebt, das Old Fellows Rest heißt, ja, ich glaube, also der ist dann nicht mehr so ganz fähig zu heiraten, wenn er dort wohnt. So, da ist noch ein Kraut. Was ist das? Ein Mutterkraut, ein wildes Mutterkraut. Brauchen wir zwar nicht für die Überlebenskünstler-Herausforderung, aber ein bisschen Kohle, wenn wir es verkaufen. Ah, Vorsicht, junger Mann. Also sowas. Okay, Pete. Ja, genau. Also wenn er hier wohnt, dann bezweifle ich, dass er noch heiraten wird die nächste Zeit. So. Hier wird er. Pete Turner, Verlobter von Miss Alma Horlick, getötet durch einen Schlag auf den Kopf, 15. Januar 1894. Er wird nie wieder mit einer anderen. Was? Er wird. Pferdchen, geh mal kurz auf Seite. Mit einer anderen tanzen. Okay. Ich find's ja schon gut, dass die Grabsteine hier auf Deutsch übersetzt sind, ne? Sergeant Joseph Drummond. Tapferer Soldat, abberufen zu höheren Diensten. Am 29. November 1889. Und so weiter und so fort. Also wenn ihr was zu lesen braucht, na, dann könnt ihr hier immer auf den Friedhöfen vorbeischauen. Ja, die Alma wird wohl nicht sehr erfreut sein, zu hören, dass ihr Pete hier auf diesen Friedhof umgezogen ist. Dann wird das wohl so schnell nichts mit der Hochzeit, oder? Naja, gut. Das Leben endet meistens tödlich, Alma. Auch bei unserem Seth auf dem Friedhof, habe ich letztes Mal gesehen, wurde auf Deutsch übersetzt. Sehr schön. Wer schießt? Kommt das näher? Wollen hier Banditen hin? Ja, das juckt mich jetzt wenig. Ich will schnell eine Mission starten. Nein, ich will eine Mission starten. Startet er? Okay. Gut, um das Geballere einfach mal so zum Großteil zu ignorieren. Ja, das hast du beim letzten Mal auch gesagt und ich hab's hingekriegt. Schauen wir doch mal, ja? Lasso. Okay, mein Lieber, komm her. Bleibst du hier? Au. Okay. Ja, der ist wohl wirklich ein bisschen wilder. So, jetzt habe ich dich aber. Ja, komm, steig auf. Ach, Mensch, du musst doch aufsteigen, John. Na, ob das was wird heute? Wer weiß. Pferdchen. Komm. So, jetzt aber. Aufsteigen. Jawohl. Gut. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Vorsicht, Mistgabel. Nicht, dass du dich da mit dem stumpfen Ende aufspießt. Ja, der braucht schon etwas länger. Okay, haben wir's. Alles klar. Noch eine wild gewordene Hornisse gezähmt. So, bitteschön. Vielen Dank. $6, okay. Das letzte Mal gab es 5. Vielleicht, ja, erhöht sich das ständig.
mit Geschäfte haben neue Utensilien im Angebot. Schön. Möglicherweise erhöht sich der Lohn bei jedem Zureiten. Okay. Ich glaube, Mr. West Dickens ist gerade angekommen. Da läuft er. Der mit dem Zylinder. In einem Frack. Der Süße. Na gut, dann schauen wir mal. Lügner, Betrüger und andere stolze Amerikaner. Oh, Mr. Marston. How are you, sir? I'm all right. I met up with your friend Seth. Oh, Seth of the Dead. Yes, interesting fellow. You don't meet many men these days with the moral fortitude to cut straight to the chase like that, do you? Thankfully not, Mr. West Dickens. Yes, contemporary society is remarkably harsh on professional exhumers. But did you know that in ancient Egypt, it was an art form valued more highly than literature? I believe Seth comes from that school of thought. How very interesting. Look, you thought any more about our plan? Ah, your plan, dear boy, your plan. I am merely the help, not mercifully the arbiter of wisdom. What you are, dear boy, is the man whose life I've saved twice now. A man who sells lies and deceit to unwitting people. A man who, if he doesn't help me, I won't think twice about putting a bullet through his skull, feeding to the vultures myself. You see, Mr. Marston, you have the exterior of a violent man, but the soul of an angel, and that is what I think I cherish most about you. That's what I thought. But before we can attend to your particular problems, we need some extra lubricant to oil the machinery of business. And this being America, that lubricant with which we concern ourselves is money. Money? What are you talking about? Oh, we need weapons. Armor plate for the wagon, extra hands, and I need some danger money. So, let's sell some more of these cures. Sell cures? Around here? Do you want to see me lynched? No, the sport of kings. Racing, my friend, the sport of kings. A noble activity without reproach. Exactly the kind of activity where a lying, cheating, degenerate like myself can prosper. But come, let's finish the loading and we'll discuss it as we drive. Now, sir, two gap, two breach. Ich finde den Kerl einfach gut. Und wir dürfen als Beifahrer mitfahren. Das ist schon mal sehr gut. Können wir die Aussicht genießen, uns zurücklehnen und nach uns nach Gaptooth Breach chauffieren lassen. I wouldn't say interesting, more deeply disturbed. I can see why you two get along. I see the good in everybody, John. It's a flaw of mine. I have a soft spot for life's flotsam and jetsam. Connection with them more like. You and Seth have a lot in common. You both rob people for one. Mind you, at least he waits until they're dead. Ah, my dear boy. Nobody is more critical of drinkers than a drunk who's mended his ways. What are you talking about? Come on now, John. I've heard about you. You spent your life robbing people. It's a little inappropriate to be taking the moral high ground now. I had the courtesy to put a gun in their face. Whatever helps you sleep easily at night. We stole from those who had too much. Tried to give to those who had too little. A Robin Hood with spurs. Uh-oh, Roman. You expect me to believe that poppycock? Maybe I'll have the good fortune to be able to leave my nefarious life behind one day and work on the government's dime. Don't talk about things you don't understand. Dear, oh dear, simmer down, my boy. You need to start appreciating your friends more. Folks around here don't see you as any different from Bill Williamson. I didn't think I'd have to huckster snake oil and dig up the dead, that's all. Take it from me, John. Collaboration is the key to success. I can help you. Seth can help you. It's business. Nothing more, nothing less.
There's no need to make the fight so personal. Suits me. Some stress. These races are Byzantine in their ferocity, and the terrain is treacherous. People will do just about anything to win. Men die. It's a marvelous spectator sport. Sounds like fun. And you are my wild card, John. They won't be expecting you. So what's your role in all this? Think of me as your spiritual guide. Do I have to? You are a free man, of course. But I strongly recommend it. Imagine, just today, you are not an aging bounty hunter, and I am not an avant-garde business pioneer. No, sir. Today, we are gladiators. Motivation, dear boy. I'm definitely feeling motivated to get the hell out of here. Okay. Mr. West Dickens hat eben ein Talent angesprochen. Ein Talent, mit den Zügeln umgehen zu können. Dieses Talent ist mir neu. Drivers! Y'all know the rules. But for you newcomers, this here's a fair race. Keep to your manners and let the faster cart pass. So now that's been said, y'all can get to running each other off the road like always. All right now, counting to three. Okay, gut. Ein faires Rennen. Das heißt, ich darf die Herrschaften auch nicht aus ihren Karren schießen. Sehr schade. Ah ja, da steht's, genau. Was? Selbst auf die Zuschauer nicht, Mensch. Aber wir haben uns schon mal den ersten Platz gesichert. Das ist schon mal von Vorteil. Brauchen wir niemanden einzuholen und nix. So, hier eine scharfe Rechtskurve. Naja, aber die Dinger lassen sich wirklich etwas besser fahren als die riesigen Kutschen. Das ist... Komm, weiter! Das ist schon mal, gut. Ich soll zwar schnellere Karren vorbeilassen, aber... Nein! Ah, wieso sagt mir denn niemand, dass mein Pferd ausgepowert ist? So, jetzt aber. Nochmal Sprint. Ja, das mit dem Rückwärtsfahren mit der 1, das kenne ich. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich kürze mal ein bisschen ab. So. Das ist ja ein sehr faires Rennen, nicht wahr? Solange ich mich... Oh! Hätte den Stein dahin gesetzt. Mensch. Solange ich mich entschuldige fürs Rammen und Abdrängen, geht's klar. So, hier nach links. Ja. Ich drücke einfach ununterbrochen X. Bemerke gar nicht, dass mein Pferd sich da abquält und bockt. Aber wir sind noch auf dem ersten Platz. Noch ist es halb so wild. Hoppala. Nein! Okay.
Jetzt werden wir wohl nicht mehr auf dem ersten Platz sein. Los, rennen! Fünfter. Entschuldigung, darf ich mal kurz... Oh, wei. Wo ist denn der Erste hin? Da vorne irgendwo. Na, dann müssen wir uns beeilen, ne? Das war mir irgendwie... Ah, da hinten ist schon das Ziel. Könnte knapp werden. Könnte sehr knapp werden. Da hat Mr. Westick jetzt nicht untertrieben. Das Gebiet ist wirklich sehr tückisch. Aber wir haben es in der Tasche. Ja, noch nicht mit großem Vorsprung, aber Sieg ist Sieg. Wir haben es erledigt. Sehr gut. Hell of a race, Mister. I'll take care of this cart for Mr. West Dickens. Jo, mach das. Alles klar. Bis dann. I suggest we beat a hasty retreat. Right. Best remove ourselves from the stage before somebody decides they want their money back. Fine by me. Wasn't that fantastic? The cheers of the crowd, the thunder of the wheels. The falling rocks, the homicidal maniac. Oh, come on, John. Even a cold-hearted misanthrope like you must have found that just the tiniest bit exhilarating. Not the friendliest bunch, are they? They take the racing very seriously in these parts. And your participation was not entirely pre-approved. That was clear. Ah, sport, war, and heartache. The guilty pleasures of mankind since the dawn of time. I'd get away from the men we just swindled before you start waxing too lyrical. Yes, yes, of course. Ich hoffe nur, dass wir auch genug von dem Gewinn sehen, Mr. West Dickens. Ich frag mich, wie viel wir insgesamt gewonnen haben, wie viel er sich einstreicht, wie viel ich kriege. Well done, sir. Well done. Having you as a ringer has netted us a fine profit. We seem to be wasting time, old man. Oh, patience, my friend. The Trojan horse cannot run before it can walk, if you'll forgive the metaphor. Next, we need to procure some grand and overwhelming firepower. And for that, you need to contact an old friend of mine. Goes by the name of Irish. Irish? Yes, he's an interesting kind of fellow. He usually can be found... in Armadillo or some other town around here on some Bacchanalian revel or such. Great. An alcoholic arms dealer. What could be better? Ich finde den einfach klasse. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht. Oh Gott. $3. Wow. Ich bin beeindruckt. Ruhm plus 100, ja, okay. Du kannst dich mit Irish an der Pferdestation von Armadillo treffen, genau. Beim Eye of Diner Karte. Okay. $3, ich bezweifle, dass das irgendwie eine gerechte Aufteilung war vom Mr. West Dickens. Aber gut, wir haben jetzt hier ein W auf der Karte und ein I in Armadillo. Ich denke, wir machen erstmal hier den West Dickens fertig. Ist auch etwas näher. Genau. Und da reiten wir als nächstes hin. Aber erst in der nächsten Folge. Hier sage ich bis dann. Wer macht denn? Achso, die Postkutsche, okay. Ich dachte, mein Pferd hat irgendwie Blähungen. Oder so, ne? Okay. Wie auch immer, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.